frisch. Gibt's noch einen anderen Weg? Glaubst du wirklich, wir würden dann diesen nehmen? Nein, wahrscheinlich nicht. Oh. Komm schon, Lev. Mach auf. Komm schon. Sonst gibt es gar nichts. Keine Waffen, kein gar nichts. Los. Oh, der Arm, das ist wirklich böse, was sie mit dem gemacht haben. Scheiße! Was habe ich denn da schon wieder falsch gemacht? Du! Ist das da etwa mein Rucksack? In Ordnung. Ja. Alter. Also, was den Gewaltgrad angeht, wie gesagt, dieses Spiel nimmt wirklich kein Blatt vor irgendeinem Mund. So, wie geht's weiter mit unserer zweifelhaften Entourage? Wahrscheinlich kommt ihr ohne mich hier sowieso nicht weiter. A, B, B, Y, wir machen den Weg frei. Was macht der Arm? Ich habe es unter Kontrolle. Okay. Nehmt alles mit, was ihr seht. Ich fasse das nicht an. Das ist von früher. Soll das sein? Ihr braucht Vorräte. Wir sind noch nicht auf dem Schneider. So blöde Redewendung. Eine was? So, schauen wir uns erstmal an, ob wir hier irgendetwas craften können. Seraphiten. Was habt ihr bloß gemacht? Ich hab mir den Kopf geschoren. Okay, dann sag's nicht. Es ist mir egal. Stabilität der doppelläufigen Shotgun finde ich jetzt gar nicht so schlecht. Rückstoß minus 35% und Stabilität plus 50%. Ein Gewicht wird hinzugefügt. Das machen wir jetzt mal. Solche Waffen haben die Kinder bestimmt noch nie gesehen. So, einwandfrei. Dann haben wir die schon mal ein bisschen verbessert. Shotguns, wie gesagt, habe ich ein Fable für. Finde ich richtig gut. War schon immer so. Die haben halt einfach Wumms. Und den braucht man. Wenn man sich Respekt verschaffen will. Das schafft, klappt damit auf jeden Fall. So, wo geht's weiter? Hier haben wir eine kleine Küke. Können wir denn auch irgendwas craften? Leider nicht. Oh, wir könnten die Nahkampfwaffe verbessern. Wobei das bei diesem Hammer jetzt nicht so wirklich viel Sinn ergibt. Oh! Bring your own bullets. Do it yourself. Gewehrkugeln ganz leicht selber machen. Improvisierte Munition. Aus alltäglichen Haushaltsgegenständen. Sag jetzt nicht, die kann sich selbst ihre
Munition. Zurecht. Brandpatronen anfertigen. Ach du Scheiße. Fertige zwei Brandpatronen für deine Schrotflinte an, die in einem breiten, kegelförmigen Bereich abgefeuert werden. Schweren Schaden verursachen und Gegner in Brand setzen. Wie geil ist das denn bitte? Und wir haben immer noch einen Skilltree, den wir nicht erschlossen haben. Jetzt können wir also Brandpatronen herstellen. Dafür brauchen wir Alkohol und Sprengstoff. Und der ist für die Shotgun. Die wird dadurch natürlich nochmal ein ganzes Stück gefährlicher. Eine kleine Notiz. Eddie, ich bete zu Gott, dass es dir gut geht. Der Waffenstillstand ist gescheitert. Wir haben den Befehl, zur Neueinteilung wieder nach Hause zu kommen. Ich habe zwei Suchtrupps nach dir ausgeschickt. Vergeblich. Bitte finde diese Nachricht und komm zu uns. Verdammtes Gas. Mad. Tja, das war wohl zu spät. 11 Pillen. Krass. Munition für die Shotgun. Vielleicht kriegen wir auch noch alternative Munition für unser Gewehr. Wo sind Yara und Lev? Da vorne. Ich habe mir den Kopf geschoren und das war dann so ein Problem, oder was? Soweit ich das weiß, hatten doch einige von den Scars Glatzen, oder nicht? Ich meine, ich habe auf jeden Fall welche gesehen zwischendrin. Wenn nicht, dann müsste ich mich jetzt auch schon gehörig irren. Aber vielleicht gibt es ja auch noch andere Gründe. Mal sehen. Sehr schön. Wir stellen immer zwei her. Ist das ein Medikit? Jo. Ja, dann würde ich sagen, nutzen wir doch das, was wir haben, mal eben. Heilen wir nämlich voll. Oh. Sehr gut. Siebzehn. Wahnsinn. Hier ist nichts mehr. Komischer Baumarkt hier, so ein kleines Ecklädchen. Oh, sie tut mir echt leid. Sie leidet auf jeden Fall. Also so oft wie da mit dem Hammer raufgeschlagen wurde, frage ich mich natürlich auch, ob der Arm überhaupt nochmal wieder in Ordnung kommt. 30. Jagdpistolenmunition anfertigen. Fertige zwei Standardkugeln für deine Jagdpistole an, die schweren Schaden bei großer Genauigkeit verursachen. Cool. Ja, nice, Mann. Können wir auch ohne Probleme herstellen, Mensch. Super. Gefällt mir. So, die normalen Kugeln geladen. So, wo geht es jetzt hin, ihr beiden? Ihr müsst mir vielleicht erstmal erzählen, was hier genau abgeht. Warum habt ihr euch überhaupt losgesagt von den Seraphiten? Wir sind fast an der Küste. Noch ein kleines Stück. Ich befürchte, es wird aber nicht so einfach werden hier. Bleibt hinter mir. Ich find's geil, dass sie die Dämonen nennen.
Wahrscheinlich, weil sie so von ihrer Sünde verzehrt wurden, dass sie halt ihre Gestalt verändert haben und zu willenlosen Zombies wurden. Wir müssen sehr vorsichtig zur Werke gehen. Ist hier ein das ist ein alternativer Pfad, schade. Ich dachte schon, ich habe hier jetzt irgendwas Special-mäßiges gefunden. Da ist Lev. Aber mir war irgendwie klar, dass sie nochmal auf Seraphiten stoßen würden, die sich nicht den Seraphiten anschließen. Beziehungsweise nur aus der Not mit den Seraphiten zusammen waren. Wahrscheinlich wurden sie auch irgendwie gezwungen dazu oder sonst was. Oder hatten halt keine Wahl, sie mussten irgendwie überleben. Und alleine dürften es zwei Kinder schwer haben zu überleben. Daher war die einzig logische Möglichkeit, sich einer Gruppierung anzuschließen. Und da waren vielleicht gerade einfach die Seraphiten in der Nähe. Aber vielleicht kennt Owen die ja auch? Könnte doch sein, oder? Dass sie sich kennen. So, noch ein paar Teile, sehr gut. Pillen. Ebenfalls sehr gut. So, hier fallen wir überall runter. Offenbar müssen wir runterfallen. Oder halt hier rüber. Hier ist eine Nahkampfwaffe. Sehr gut. Und ich würde sagen, die verstärken wir auch direkt. Damit wir halt sofort den vollen Schaden haben. So, hier müssen wir nach unten. Wo sind sie? Oh fuck. Danke, Lev. Was jetzt? Huch! Ich glaube, wir müssen hier lang. Du glaubst es? Du musst da nicht mitkommen. Willst du, dass ich euch beide hier allein lasse? Lasst uns einfach verschwinden. Sorry, kleine Asiatin, ich habe dich für eine kurze Zeit für einen Zombie gehalten. Ich habe zu viele asiatische Horrorfilme gesehen, da sehen die Zombies halt so aus. Mein Gott, Mensch. Man möge mir verzeihen. So, hier ist nichts mehr. Was ist hier? Aha. Aha. Es wäre einfach nur ein alternativer Pfad gewesen, wie mir scheint. Da muss man vielleicht raus. Da, hier. Waren wir hier? Ja. Nehmen wir den mal. Dann können wir nämlich das Messerchen hier nehmen. Schrott ist immer sehr gut. So, ich denke mal, wir haben hier alles. Das heißt, wir können hier raus. Ich bringe euch durch. Ihr öffnet das Tor, ja? Machen wir. Na los. Du bist dran. Vorsicht mit dem Arm. Oh, gar nicht schlecht. Mit einem Arm? Beeilung!
Die ist jetzt aber wirklich asiatisch. Leck mich! Wie läuft das da draußen? Hoffentlich besser als hier drin. Er vertraut auch schon Scars. Die hören sie nicht mehr. Scars. Scheiße, Mann. Das ist nicht ernsthaft, fucking Shambler. Hilfe! Da ist ja noch einer. Sie haben mich nicht im Stich gelassen. Nur eine Minute. Du musst dich gut festhalten. Okay. Oh, mein Arm. Ich weiß. Konzentrier dich aufs Atmen. Ein und aus. Schön gleichmäßig. Ein und aus. Weicher Kern. Owen hatte es gesagt. Abby hat so eine weiche Seite. Probier die Türen. Sieh nach, ob Infizierte da sind. Oh, geht nicht auf. Probier die anderen. Das können wir nicht ewig so weitermachen. Geht die auf? Nein. Es muss doch irgendeine fucking Tür aufgehen. Mach zu. Hilf mir bitte mal. Hey, das muss nur gerichtet werden. Okay. Weißt du, wie das geht? Schneid das in Streifen. Leg dich hin. Ich werde ihn jetzt bewegen, okay? Okay. Bereit? Thank you.
Wie heißt du? Abby. Danke fürs Abschneiden. In dieser Gegend ist einiges los. Auch wenn es ihr schlecht geht, solltet ihr besser morgen verschwunden sein. Wir kommen klar. Sie hat ein gutes Herz. Sie hat ein gutes Herz. Das kann man nicht anders sagen. Hat sie schon. Was das angeht, ähnelt sie Ellie. Eigentlich ist sie auch eine reine Person, die halt von ihrer Umwelt verdorben wurde. Und ich finde, dass man gerade in Ellies Verhaltensweise, zum Beispiel, dass sie Mel und Owen genauso, ja, dass sie die Sache genauso angegangen ist, wie diese Foltermethode, die von Tommy und Joel kommt. Also Ellie hat viel von Joels Verhaltensweisen übernommen, unterbewusst. Und natürlich auch seine brutale, harte Vorangehensweise. Können wir da eigentlich wieder reingehen? Nee. Aber eigentlich ist Ellie ein reiner Charakter gewesen. So rein, wie man halt in so einer Welt sein kann. Beziehungsweise sie hatte ja gute Absichten, als sie noch 14 war zum Beispiel. Weil sie hat sich dann natürlich auch etwas verändert. Aber im Prinzip ging es eher darum, ein Heilmittel zu finden. Und sie hätte kein Problem damit gehabt zu sterben. Offenbar ihrer Reaktion nachzuurteilen zumindest. Das ist übrigens immer noch Seattle Tag 1 mit Abby. Also es ist Wahnsinn, wie lang dieses Spiel ist. Pillen, so viel ich kann. So, Pillen, wie viele haben wir da jetzt? 29. Wir können nicht so richtig craften. Wir sind auch munitionstechnisch ein bisschen limitiert. Wobei es geht eigentlich noch. So, das Aquarium ist also gleich hier. Was werden wir jetzt hier vorfinden? Ist Owen wirklich hier? Und was ist eigentlich genau passiert? Warum hat er diesen Danny getötet? Offenbar hat er das ja getan, aber die Frage ist, warum? Wir könnten die Kapazität erhöhen. Oder den Schaden der Shotgun. Ich glaube, ich erhöhe den Schaden der Shotgun. Ersetze den Lauf, um stärkere Schüsse abzufeuern. Plus 30% Schaden. Ich bin mir nicht sicher, ob eine doppelläufige Shotgun das wirklich braucht, aber wir machen es einfach, weil es cool ist. Geil. Nice. Was ist da unten? Achso, das ist die. Okay. Weiter geht's. Heftig. Einfach nur heftig. Ja. Kleiner Räumungsverkauf hier. Ein bisschen Gerümpel. Nehmen wir ein bisschen was mit. Was ist... Oh! Sehr schön. Treffer. Waffenholster. Für Langwaffen. Thank you.
This will come in handy. Sehr, sehr gut. Und Pillen sollten wir auch wieder genug haben für irgendwas. 48. Schnellere Zielbewegung. Bewege dich beim Zielen schneller. Nein, wir sparen jetzt mal auf mehr Gesundheit. Das finde ich gerade wichtiger irgendwie. Hätte ja sein können, dass man da irgendwie runter kann. Hier vorne. Das ist ein Klicker. Ein einsamer Klicker. Okay, da vorne ist auch einer. Blöderweise sind hier halt Pfützen. Aber müsste ich die nicht eigentlich abwerfen können? Wow! Jetzt haben wir wenigstens mal gesehen, wie das mit den Messern funktioniert. Also der Vorteil, wie gesagt, ist halt eben... Der Vorteil ist eigentlich, dass man so relativ gut die Infizierten töten kann, wenn die einen halt festhalten. Und die Messer sind jetzt, glaube ich, auch nicht so krass zum Craften. Ah, das war der Runner. Alles klar. Schade. Ich dachte, das ist direkt ein Stalker. Die verstecken sich ja nochmal eine Ecke besser. Meistens entdeckt man sie gar nicht, bevor sie einen entdecken. An sich kann der Klicker mir ja gestohlen bleiben, wenn ich ihn einfach umgehe. Erledigt. Komm her, du kleiner Pisser. Wo bist du? Da.
So langsam dürfte es dann das aber auch mal dann gewesen sein. Da ist noch ein Stalker. Ach geil. Schön mit dem Backstein erstmal ins Gesicht. Ah, der war ja gut. Sonnenuntergang. Immer den Sonnenuntergang hinterher, ja. Das ist wohl jetzt ein bisschen spät gewesen. Wir brauchen davon unbedingt welche und wir brauchen auch unbedingt wieder Messer. Also die Messer sind richtig wertvoll. Gucken, ob man hier sonst noch irgendetwas finden kann. Eine Kleinigkeit oder so. Ich meine, hier stehen überall diese Container rum, ne? Schrott und Munition für die Pistole. Wie sieht's hier oben aus? Hier ist nichts mehr, okay. Tja, und jetzt die große Preisfrage. Werden wir Owen überhaupt dort treffen? Owen und Mel schienen ja, als Ellie sie ermordet hatte, oder getötet hatte, der Ansicht zu sein, dass Abby sowieso tot ist. Das hatte mich so ein bisschen gewundert. Ist die Frage, was da passiert sein soll. Alabama. Sweet home Alabama. Die Trompete ist zurück. Sweet home Alabama. Wow. Meine gut, zum Glück kann sie ja anständig schwimmen, offensichtlich. Ja, Mist. Ich hätte aber mal vielleicht ein bisschen mehr Anlauf nehmen sollen. War ja klar, dass das nicht so einfach funktionieren würde. Die Naughty Dog'sche Katastrophe tritt ein. Man kennt das ja von Nate. Da läuft das ja grundsätzlich genauso, dass irgendwas unter ihm hinweg bricht. Die Welt. How the hell? Ja. Du bist dir wirklich sicher, dass du da rein willst? Na ja, gut. Trotz den Wellen, sehr gut. Die Strömung ist heftig. Ja, das ist sie wohl. Und das, was wir hier sehen, gefällt mir sehr. Was können wir craften? Oh ja, Jagdpistole. Pillen 48, nein. Wir wollen 50 haben. Ne. Sie kriegt doch noch auch einen Bogen. Offenbar. Cool. Will, ich lege mich jetzt hin. Trotz der ganzen Aufregung vorhin macht mich diese Grippe total schlapp. Bitte lass mich ein paar Stunden schlafen. Vielleicht werde ich sie dann wieder los. Unser kleines Bienchen habe ich auch schon ins Bett gebracht. Ich glaube, die ganze Brutalität hat sie ziemlich erschüttert. Sie hat gefragt, Mama, warum habt ihr diese Leute geschubst? Ich habe gesagt, dass wir nur so an Bord kommen konnten. Sie hat genickt, aber ich glaube nicht, dass sie das alles versteht. Vielleicht hätte ich etwas anderes sagen sollen, ich weiß es nicht. Naja, wenn sie vor mir aufwacht, lies mit ihr ein paar von ihren Büchern. Das scheint sie zu beruhigen. Hoffentlich könntest du das Rationsproblem lösen. Ich liebe dich, Quinn.
Naja. Das Rationsproblem konnte offenbar nicht mehr gelöst werden. Ich würde jetzt mal diese ausgezehrten Gestalten so deuten. Im Schlaf. Fuck. 16 Pillen. Stimmt. Kopfschüsse. Also die scheinen irgendwie im Schlaf getötet worden zu sein. So, mehr Gesundheit. Hier kommen wir offensichtlich weiter. Wenn das aber der richtige Weg ist, würde ich erstmal nochmal... Ist hier noch was? Nein. Okay, also wenn wir jetzt hier Pfeile kriegen, dann muss sie eigentlich auch tatsächlich einen Bogen kriegen. Das hätte ich nicht erwartet, ehrlich gesagt. Ich hätte gedacht, dass sie dann doch noch irgendwie eine andere Waffe kriegt. Vielleicht so einen schnittigen Granatwerfer oder sowas. Also richtig schwere Waffen. Ach. Okay. Hast du die alle getötet? Es ist eine Armbrust. Leute, es ist eine verdammte Armbrust.